So, jetzt kommen wir nach Philae. Ihr seht es hier unten, wir sind jetzt ein bisschen weiter nach Norden gegangen auf der Karte. Wir sind jetzt hier in Philae. Das ist eine Insel, die eine Tempelanlage auf einer Insel, die versetzt wurde, weil der Nassau-Staudamm gebaut wurde und diese Insel überflutet wurde dadurch. Und man hat halt den Tempel vorher abgebaut und in der Nähe wieder aufgebaut. Der Tempel ist der Isis gewidmet, eine der Hauptgottheiten des alten Ägyptens. Und ein Nebentempel, den wir jetzt uns zuerst ganz kurz mal angucken werden, ist hier unten der von der Hathor. Dazu kommen wir jetzt. Wir sehen hier unten Hathor, Tochter des Re, das ist also der Sonnengottes. Re und Ra sind, so wie ich es verstanden habe, das gleiche. Göttin der Liebe, des Tanzes und der Freude. Und man sieht halt immer in Verbindung mit Tempeln, die Frauen oder Göttinnen gewidmet sind, auch immer ein Hathor-Tempel. Also die Verbindung zwischen Frauen und Hathoren sind Tempel architektonisch auf jeden Fall gegeben. Typisches Merkmal sind diese flachen Gesichter, die wir hier sehen können, die als Ornamente der Säulen dienen. Das sind die Hathoren. So, dazu später noch mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu dem ersten Tempel. Wir haben also hier den Isis-Tempel der Philae-Insel. Isis, Schwester und Gattin des Osiris, Mutter von Horus, zusammen mit Seth und Neptheus, Kinder der Himmelsgöttin Nut und des Erdgottes Geb. Was hierbei erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass diese Säulen, die wir hier rechts im Bild sehen, das Blickfeld auf den Pylon so ein bisschen beeinträchtigen, und das gibt es, glaube ich, bei keinem anderen Tempel. Also ich nehme an, dass diese Säulen irgendwie nachträglich gebaut wurden, weil eigentlich immer alle Tempel eine freie Sichtachse auf die Pylonen haben. Zweite Besonderheit ist dieser Durchgang, den man hier sieht, der offensichtlich geplant war, nicht nachträglich eingesetzt. Also mich führt die Tatsache, dass der Türrahmen, den wir hier sehen, auch so ein bisschen erhaben ist und hier oben auch dieses Band drüber läuft und auch hier oben diese Abschlusskante ist. Das sind Indizien für mich zu denken, dass dieser Tempel mit diesem Seiteneingang so geplant und gewollt war. Normale Tempel haben immer Regel in dem Pylon selber keine Eingänge, sondern haben nur den Hauptdurchgang, den wir halt hier sehen, der immer noch so ein bisschen hervorgehoben wurde. So. Isis kann man immer ganz gut daran erkennen, dass sie so eine geometrische Form auf dem Kopf hat. So, jetzt bewegen wir uns kurz vor den Eingang. Leider sieht man halt hier nicht mehr genau, was das für Tiere waren. Das hätte mich schon interessiert, was das wirklich für Köpfe waren, weil die halt auch so skurrile Ohren haben. Wir sehen immer an dem Kreis hier, wo wir uns befinden. Und jetzt sehen wir sind wir in dem Hinterhof oder im ersten Hof des Tempels und blicken auf die Rückseite des Pylons und gucken jetzt nach rechts und sehen dort dieses Gebäude hier, was im Grundriss das hier ist. Und da habe ich gehört oder gelesen, dass dieser Tempel, oder es gibt Tempel unter anderem dieser, die als sogenannte Schlaftempel bezeichnet wurden, wo das Volk hingehen konnte, dort übernächtigt hat und sich dann die Träume, die man dort hatte, in dieser Nacht von den Priesterinnen deuten lassen konnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Bereich, den wir hier sehen, dieser Seitenbereich, der hinter dem Nebeneingang ist, der hier durch den Pylon durchgeht, dieser Schlafbereich war, in dem das Volk einfach sozusagen hin konnte, um dort zu nächtigen, um sich dann halt die Visionen interpretieren zu lassen. Wohingegen der Bereich hier hinten nur für die Priesterinnen war, das Allerheiligste, wo das Volk halt keinen Zutritt hatte. So, jetzt blicken wir von hier auf diesen zweiten Pylon mit dem Durchgang und gehen da jetzt, sehen hier den Eingang diesem Bereich hier. Was ich hier interessant fand, ich habe immer gedacht, hier würde was fehlen in diesem Bereich hier. Also, da fehlt irgendwie ein Querbalken. Aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass das genauso beabsichtigt war. Weil hier läuft, ich nenne das immer das Energieband, das ist diese Wulst aus Stein, die hier rumgearbeitet wurde, die läuft halt hier auch in die Tiefe rein. Das heißt, das ist auch so geplant gewesen. Hier waren keine. Türsturz. So, jetzt sehen wir nochmal die Tempelwand von außen. Ich nehme mal an, dass früher mal auch hier noch eine zweite Mauer war,
weil das in anderen Tempeln halt auch so ist, dass halt die Außenmauer immer abgeschlossen war und nicht hier so eine Ecke als Außenmauer war. Jetzt geht es nochmal in den Tempel rein. Wir sind jetzt hier unten, hier in diesem Zimmer drin. Und da fand ich einfach skurril, was der hier in den Händen hält. Dieses Teil, das hat hier so ein Symbol, was die Hathor halt immer auf dem Kopf hat. Sieht aus wie eine Sphinx, ohne Beine allerdings. Hat um den Hals irgendeine Schnur gewickelt, die hier irgendwie rumläuft und hier wieder eine Verbindung hat. Wird dargereicht von ihm hier. Das ist die Hathor. Kriegt also eine Art Präsent. Da fand ich einfach nur skurril und ja, was könnte das sein? Von solchen Skurrilitäten gibt es eine Menge, aber ich habe mich da ein bisschen beschränkt, jetzt wirklich nur so ein paar Sachen rauszusuchen. Komombo-Tempel für Sobek und Horus, der nächste Ort. Sobek, Gott des Wassers, der Fruchtbarkeit, Herr der Flussufer und Sümpfe. Und dass dieser Tempel hier was mit Wasser zu tun hat, werden wir gleich sehen. Horus, Himmelsgott, Königsgott, Weltengott, Lichtgott, wird dargestellt als Mensch mit Horus-Kopf oder als Horus-Falke. Da finde ich an sich schon skurril, dass es irgendwie für denselben zwei verschiedene Formen gibt, aber gut, soll so sein. Das Besondere an dem Tempel ist, dass wir hier eine Zweiteilung haben. Wir haben hier also sozusagen hier den linken Bereich und den rechten Bereich. Und das Ganze ist auch schon ganz schön, ja, zerrockt, ziemlich viel fehlt schon. Aber ihr seht ja oben auf dem Grundriss, hier haben wir auch wieder dieses Mauer, also da sind verschiedene Ummantelungen und wir haben wieder dieses Prinzip vom Raum im Raum im Raum im Raum. Das ist ganz häufig bei ägyptischen Tempeln so. Bei dem ist halt die Besonderheit, dass wir diese Zweiteilung haben. Ja, hier habe ich mal ein Bild eingefügt von Jean-Claude Golvin, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Guckt euch diese Seite mal an, es ist unfassbar schön, was der da für Illustrationen zu den Rekonstruktionen der Tempelanlagen und der Pyramiden in Ägypten alles so aufgeführt hat. Das zeigt ganz schön, wie wenig eigentlich von dem Tempel erhalten ist. Und man sieht ja hier, dass er hier so Außenmauern gemacht hat in einem braunen Farbton und dann halt nochmal in Weiß dieses Innen, die Innenmauern. Und von dem Braun steht jetzt mal so gar nichts mehr. Von dem Weißen, was wir hier sehen, da sieht man diesen Doppeleingang. Da haben wir also hier eine Säule, hier die Mittelsäule und hier eine Säule. Mehr ist davon nicht übrig geblieben. Und dieses Tor hier, dieses Doppeltor, ist dann das, was wir hier in der Mitte sehen. So. Das heißt also, diese dicken Mauern hier drumherum, die sind alle weg. Das ist alles komplett nicht mehr erhalten. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf die These von dem Kadischanski, von diesem tat-aria.info, dass das Ganze halt nur als Ruine so aufgebaut wurde. Finde ich irgendwie eine skurrile Denke. Aber ja, es geht ja um alternative Theorien. Was mir auch dazu aufgefallen ist, ich habe bei keinem einzigen Tempel irgendwo, auch nicht bei den Pyramiden, nirgendwo, Toiletten gesehen. Also da sind ja über tausende von Jahren laut Geschichtsschreibung Menschen ein- und ausgegangen. Und ja, die hatten keine Toiletten. Das ist irgendwie, finde ich, seltsam. Vielleicht habe ich mich auch geirrt und es einfach nicht gefunden. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr auf irgendwelchen Grundrissen von irgendwelchen Tempeln die Einzeichnung von Toiletten findet. So, wir gucken jetzt von außen, von hier, in diese Säulenhalle rein. Wir sehen schon eine enorme Höhe der Säulen, da haben die sich nicht lumpen lassen damals, egal bei welchem Tempel. Das ist immer schon ganz schön gigantisch. Hier sind noch Grundmauern, die man sieht, die natürlich bis oben hin wahrscheinlich zu waren und diese Säulen halt im Dunkeln standen, sodass sie, das konnte man von außen so nicht sehen. Hier finde ich ein schönes Relief, wie halt ja, verschiedene Gottheiten einem in der Mitte das Ankh, das ist dieses Zeichen hier, das nennt sich Ankh, da reichen oder dran schnuppern lassen. Er selber hat so einen Ankh auch hier in der Hand. Ja, das sind einmal Bastet, Göttin der Fruchtbarkeit, die ihm hier sozusagen vielleicht ja, irgendwie Fruchtbarkeitsritus, Zauber oder sowas überhilft. Dann haben wir Hathor, die hatten wir ja schon. Und Thoth. Thoth ist der Gott der Magie, des Mondes, der Weisheit und der Schrift. Und der wird immer mit so einem Ibiskopf dargestellt. Das ist der, den wir hier sehen.
Das ist der Ibiskopf. Der auch nicht ganz unwichtig ist bezüglich der Informationen zu diesem Tempel, was in ein paar Bildern erklärt wird. Ich glaube, ich habe da noch einen kleinen Fehler gemacht, weil ich jetzt nochmal rausgefunden habe, dass Bastet eher die ist, die hier so mit so einem Katzenkopf dargeboten oder dargestellt wird und nicht mit einem Löwenkopf. Und die Löwenköpfige, das ist wohl eine, die Sekhmet heißt. Und ja, Kriegsgöttin, Göttin des Zaubers. Sie tötet die Feinde des Re und des Osiris. Also schon nochmal ein bisschen was anderes als die Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und die Beschützerin der Schwangerschaft. Was mir noch auffällt, ist, dass diese Kopfbedeckung hier mit, ich glaube, es soll die Sonnenscheibe sein, die von einer Schlange und ich glaube auch wieder eine Kobra umrahmt wird, ist hier eine andere Kopfbedeckung auf der Illustration, als wir das hier in dem Relief sehen. Hier sieht es ja so aus wie ein Musikinstrument, wie eine kleine Harfe, die sie da auf dem Kopf hat, mit den Hörnern, die so verbunden sind und dann so Saiten bilden. Ja, ist skurril, vielleicht ist das jetzt auf dem Relief hier auch gar nicht Sekhmet, aber Sekhmet sieht auf jeden Fall doch der Darstellung hier ähnlicher als Bastet. Hier geht es mir darum, ein Werkzeug ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon, dass es ein Werkzeug ist, so eine Art Zauberstab. Das was, Zepter? Das ist das, was er hier in den Händen hält. Dieses Teil, was oben diesen kleinen Kopf da hat und dann senkrecht runter geht und unten wie so eine Art Schuko-Stecker endet. Ich habe mal eine Statue von Ptah daneben gestellt, wo man einmal sieht, wie das Ding von vorne und von der Seite aussieht. Hier sehen wir von der Seite, dass es eindeutig um diesen, also dass das derselbe Gegenstand ist, der hier in den Händen gehalten wird. Von vorne sehen wir, dass hier wieder vier Querbalken sind und dann hier ein Ank darüber sitzt und in der Mitte des Ankes kommt dann nach vorne dieser kleine Kopf oder was auch immer, der Haken hier, was auch immer das sein mag. Und er hat unten auch den Schuko-Stecker, also wir sehen, es ist definitiv dasselbe Instrument. Und das scheint sehr wichtig gewesen zu sein, weil das sehen wir auf fast allen Reliefs des alten Ägyptens. Hier ein wunderschönes Relief. Ist einfach auffällig, wie tief dieses Relief gearbeitet ist. Und auch die Kunsthandwerklichkeit, das ist schon, wenn man sich das hier mal anguckt, Sobek ist hier wirklich unfassbar detailliert und sehr schön dargestellt. Auch wieder hier mit dem Was-Zepter, den man von der Seite sieht in der Hand. Hier, das fand ich einfach schön, es sieht so aus, als würden Horus und Thoth so eine Art Ketchup-Flaschen, die man so von hinten immer auf den Boden schlagen muss, damit der Ketchup rauskommt, ausschütten. Und das Ganze sind hier so kleine Angs, die Angs und Jetpfeiler in Kombination, die halt über den hier ausgegossen werden, über ihn. Und fand ich einfach auch skurril, dass es anscheinend Behältnisse gibt, in denen man irgendwie Ank und Bastzepter Energie oder was auch immer speichern kann. So, jetzt springen wir hier auf diese Außenkante. Wir sind jetzt hier auf der Mauer sozusagen und sehen, wie dick dieser Stein hier ist. Der wird wieder ein bisschen dünner, der ist wieder ein bisschen dicker, also ultra stabil gebaut. Und diese Klammern, die ihr hier seht, die sozusagen fugenübergreifend sind, die sind von daher auch ganz interessant, weil es keine von diesen Klammern in irgendeinem Museum zu sehen gibt. Also man weiß nicht, aus welchem Material die sind, beziehungsweise habe ich darüber nichts finden können. Zu den Klammern ist noch zu sagen, ich habe hier nochmal ein Foto eingesetzt von auch so einem Klammersystem in Luxor. Und hier habe ich jetzt nochmal den Thoth dazu gestellt, der hier dieses Instrument in der Hand hält, was für mich doch schwer danach aussieht wie so ein Verbindungsstück, was halt hier reinkommt oder an diese Stelle, beziehungsweise an diese. Diese Verbindungsstücken, hatte ich ja schon erwähnt, sind in Ägypten nicht gefunden worden. Es gibt aber weltweit alte Kulturen, die auf dieselbe Art gebaut haben und solche Verbindungsstücken benutzt haben. Unter anderem findet man das in Südamerika, man findet es in Europa. Die Akropolis zum Beispiel hat genau die gleichen Verbindungsstücken gehabt und dort hat man tatsächlich auch welche gefunden bzw. freigegeben. Die waren aus Eisen mit Blei ummantelt und in den 50er Jahren, wo man die ersten Aufbauarbeiten und Rekonstruktionen vorgenommen hat, hat man die Dinger einfach mit Eisen ausgefüllt und hat dann ein paar Jahre später festgestellt, dass das katastrophale Wirkung auf den Stein hat, weil diese Bleiummantelung von dem Eisenkern
da Blei ja noch, wie man weiß, sehr weiches Metall ist, ist anscheinend noch so ein zusätzlicher Puffer. Und das hatten die da halt nicht bedacht. Und ja, dann sind diverse Steine der Akropolis dann nochmal nachträglich so ein bisschen kaputt gegangen. Mittlerweile ist man wohl dabei, die perfekt zu rekonstruieren. Sprich, man hat 3D-Scans gemacht von den einzelnen Steinen und will die jetzt zusammensetzen und hat auch dabei festgestellt, dass tatsächlich jeder Stein ein Unikat ist. Also die haben 100.000 Steine, aus denen die Akropolis gebaut wurde, und auch dort ist wieder jeder ein Unikat. Deutet mir auch eher nach ältere Zivilisationen als nach 500 vor Christus oder wann auch immer die gebaut worden sein sollen. Wie gesagt, es gibt halt auf der ganzen Welt alte, auch megalithische Steinkonstruktionen, die solche Klammer Einfugung, Einbuchtung hier aufweisen. Und dazu kommt, dass hier so eine Art Schredderspur ist. Also man sieht ja, hier geht so eine Spur lang, die ist rauer als das hier zum Beispiel. Das ist ein halbwegs glatter Stein hier, und hier ist der Stein rau und hat so eine Fuge oder wie auch immer man das nennen mag, von der ich annehme, dass der Stein oder die Steine, die da drüber gesessen haben, da unten entsprechend ein bisschen rauer waren, sodass es eine absolute Perfektion gab und nicht verrutscht werden konnte. Das ist jetzt hier so ein bisschen ein paar Meter neben dem Tempel. Auch an sich eine ingenieurstechnische Meisterleistung, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sehen, wie diese Treppe hier ins Wasser führt. Das Ganze ist Grundwasser. Wie tief ist es, weiß ich nicht. Aber es zeigt ja schon an, irgendwas mit Wasser ist bei diesem Tempel wichtig. Hier fand ich einfach noch schön die Art von Ornament. Wir sehen also hier wieder einen Jetpfeiler von der Seite. Wir haben einen Ankh in der Mitte, und das Ankh hat zwei Arme und hält dann hier den Was-Zepter? auf der anderen Seite genauso. Ist einfach, zeigt, wie wichtig das gewesen sein muss, was auch immer das darstellt. Aber es wird halt auf verschiedene Arten und Weisen miteinander kombiniert. Und hier blicken wir jetzt mal die Flucht runter, ne, und sehen halt sozusagen hier runter. Diesen Bereich hier ist in das, was die hier das Sanctuar des Sobek genannt haben. So, das ist jetzt dieses Sanctuar des Sobek. Da möchte ich mal darauf hinweisen, dass hier oben in dem Grundriss der Raum mit zwei Öffnungen dargestellt wurde. Eine hinten, eine vorne. Wenn wir jetzt aber hier sehen, sehen wir, dass da eine Kante ist und keine Öffnung. Hier war also eine Mauer, genauso wie hier eine Mauer war, hier war eine Mauer. Und auch hier an der Seite war eine Mauer, und hier ist der Eingang zu dem Raum, wie er ursprünglich mal war. Dieser Durchgang hier, also dieser Schacht, der führt einen Meter tief und hat dann eine Verbindung zu einer anderen Öffnung von dem gespiegelten Raum auf der anderen Seite. Meiner Meinung nach waren diese Räume damals mit Wasser gefüllt. Und zwar ging es um Prüfungen für die Priesterinnen, Novizen oder wie auch immer man die nennen mag. Und jetzt geht es darum, dass wir in der Mitte diesen Raum hier haben. Das ist der Raum, der hier in der Mitte angedeutet ist, aber mit nichts benannt wurde in dem Grundriss. Anscheinend gingen die davon aus, dass der keine Funktion hatte. Das war aber der wichtigste Raum des gesamten Tempels, meiner Meinung nach. Weil, ihr seht, also hier war eine Mauer und hier hinten war eine Mauer an der Stelle. Und wir haben also einen etwa 1,20 Meter breiten Zwischenraum zwischen diesen beiden Mauern. Und wie das damals mal ausgesehen hat, seht ihr jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, das nächste Bild, was jetzt kommt, wurde von hier oben aufgenommen, von hier in etwa, also um fast 180 Grad gedreht. Sieht das Ganze dann so aus. Als Orientierung haben wir hier das K. Das K ist dieser Schacht hier. Und wir sehen jetzt hier in blau gefärbt, was Wasser andeuten soll. Und wir fangen mal oben an. Also A, der Bereich hier, sieht von der Seite so aus, dass hier jemand stand, wo ihm die Sicht auf das, was dahinter liegt, genommen wurde mit diesem B. Das gibt es heute nicht mehr, das hat alles eingestürzt. Dann musste er sozusagen hier ins Wasser eintauchen, aufpassen, dass er bei D ist dieser Vorsprung hier, nicht irgendwo dagegen knallt und dann entsprechend also sich hier so durchschlängeln. Dann sind wir schon auf fast 6 Meter Wassertiefe. Das heißt, wir haben also auch einen ordentlichen Druck auf den Ohren. Es ging jetzt darum, dass wenn er hier unten ist und nach oben guckt, sieht er die Silhouette von Krokodilen. Hier ist das Ganze mal von oben dargestellt.
Da ging es nicht darum, dass die Krokodile ihn fressen oder irgendwas. Es waren gesättigte Krokodile. Es ging nur darum, dass er halt Angst bekommt. Das heißt also, der Bereich hier in der Mitte war oben offen. Das ist sozusagen ein kleiner Swimmingpool, sodass, wenn man hier unten angekommen ist und nach oben guckt, sehen kann, dass da halt Krokodile in demselben Wasser schwimmen, in dem man auch gerade sich befindet. Und wenn man jetzt Panik kriegt und hier oben versucht, irgendwie diese Stufen zu erreichen, dann ist man durchgefallen sozusagen. Man muss hier unten weiter auf dem Boden lang schwimmen, bei G nach unten in einen kleinen Tunnel, der hier unten lang führt, und bei H wieder hoch. Und diesen Bereich von G zu H bin ich selber auch durchgekrabbelt, und da haben wir in etwa 40 cm Höhe. Das heißt also, das ist wirklich eng da unten. Und dann musste man entsprechend hier wieder hoch aufpassen, dass man hier nicht gegenditscht, gegen diesen Vorsprung, der hier ist. Und wenn man hier oben wieder rausgekommen ist, dann hat man die Prüfung bestanden. Das ist sozusagen ein Grundaspekt von den meisten Tempeln, dass dort halt in irgendeiner Form Prüfungen bestanden wurden und dieser Tempel für diesen entsprechenden Prüfungszweck gebaut wurde. Die Information darüber kommt von Drunvalo Melchisedek, der das in seinem Buch Die Blume des Lebens geschrieben hat, und zwar als Quelle nennt er da halt Thoth, zu dem er Channelings hatte und der ihm halt viel über das alte Ägypten, unter anderem das hier, mitgeteilt hat. Ja, hier wurde dann noch in den Kommentaren bei YouTube geschrieben, dass es jemand für unglaubwürdig hält, wenn etwas gechannelt wird. Ich persönlich hatte noch nie Channelings und ich war auch noch nie bei einem Channeling oder einer Seance dabei, aber ich würde das erstmal nicht ausschließen, dass da was dran ist, weil im Endeffekt ist die Informationsquelle fast egal. Es geht darum, was transportiert wird an Informationen. Und wenn die Information, die gegeben wird, plausibler ist als das, was uns die Ägyptologie anbietet, dann führe ich die erstmal hier auf und nehme die in meinen Gedankenhorizont mit auf. Und ich bin nicht so vermessen zu sagen, es gibt keine Channelings, nur weil ich selber noch keins hatte. Es gibt so viele Hinweise darauf, was aus der Vergangenheit und auch wie viele Menschen mittlerweile in der Gegenwart medial sind und Veranlagungen zu, ich sage jetzt mal, Übersinnlichkeit haben. Also das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Aber trotzdem, danke für den Kommentar. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tempel, nach Edhu. Wir sind also ein Stück weiter nach Norden gegangen, haben hier den klassischen Aufbau eines Tempels. Hier unten ist der Pylon, in der Mitte ist der Durchgang. Hier sieht man den Pylon mal von vorne. Klassisches Merkmal von Pylon sind auch immer diese Aussparungen, die sie hier gemacht haben. In dem Fall zwei Stück, manchmal sind es auch vier auf jeder Seite. Und wieder in der Mitte das Tor, so separat. Und oben sieht man wieder diese Energiebahn in Stein, wie ich die nenne, Energiewülste. Ja, Tempel des Horus, man sieht schon am Eingang stehen zwei, fast 2 Meter große Horusfalken hier und hier. Und aus Granit schön bearbeitet, ist wirklich toll. Auf dem Bild sieht man dann mal, wie groß das Ganze ist mit den Menschen davor. Und ja, also schon eine enorme Dimensionierung, diese Tore. Ja, hier auch nochmal eine Illustration von dem Jean-Claude Golvin oder Golvin. Das ist einfach sehr beeindruckend zu sehen, wie das mal ausgesehen haben könnte. Ja, er achtet also auch wirklich auf die kleinen Details, wie man jetzt hier zum Beispiel an diesen Durchgängen sehen kann. Hier ist ein Durchgang und hier ist ein Durchgang. Also die sieht man hier halt auch. Also das ist schon eine gute Rekonstruktion, finde ich. Und guckt euch die Seite auf jeden Fall mal an. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil, den ich jetzt hier genommen habe. Der hat wirklich irrsinnig viele Illustrationen veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die von ihm sind oder ob er die zusammengesammelt hat. Auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Dankeschön für diese Arbeit. Das ist fantastisch, um zu helfen, das sich vorzustellen, was da eigentlich gebaut wurde früher. Hier sind wir jetzt in dem Tor und sehen in diesen eckigen Aussparungen hier runde Bohrlöcher. Genauso auf dem Boden. Und da geht halt, ist halt, liegt die Vermutung nahe, dass dort mal 2 Flügeltüren drin eingehangen waren, die beachtlich ausgesehen haben mussten. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Hier ist ungewöhnlich, dass die Säulenreihe wirklich bis direkt an die Hintermauer von dem Pylon reicht. Meistens ist es so, dass nur die Seitenwände, so wie hier, direkt an den Pylon reichen. Ja, auch hier alles wirklich gigantisch groß.
Hier wieder der klassische Durchgang, den ich vorhin schon in dem Philae-Tempel erwähnt hatte. Ja, hier sehen wir, wie David Roberts das 1838 vorgefunden hat. Ja, also da ist dann halt auch die Sache, das spricht ein bisschen gegen diese Fälscherthese meiner Meinung nach, weil ich baue da nicht erst eine Ruine irgendwo hin und schütte die dann mit Sand zu. Das ist alles so viel Arbeit, dass ich doch eher glaube, dass es diese Hochkultur in uralter Zeit gab. Und ich nehme sogar an, dass der Tempel zur ägyptischen Zeit oder zu dem, was wir die alten Ägypter nennen, ähnlich aussah wie das, was wir jetzt hier von oder damals von David Roberts illustriert bekommen haben. Und was ich daran auch sehr schön finde, der Detailgrad. Wir sehen ja, wie hier oben, wo ist die Maus? Komm, zeig dich. Hier. Da ist ja ein Stück weggebrochen aus dem Sims von dem Dach. Und das hat er hier auch aufgenommen. Und hier oben drauf sind so kleine Häuschen, wo man mal sieht, wie eine Kultur baut, die halt relativ primitiv ist. Im Vergleich zu dem, was hier unten zu sehen ist mit dem Tempel, das baut halt eine Hochkultur. Und das ist, finde ich, total schön, dass er hier, dass da anscheinend mal so mini kleine Häuschen drauf waren und man den glatten Boden da halt als Fläche genommen hat, um seine kleine Häuser da drauf zu bauen. Man könnte natürlich auch denken, er hat den Sand einfach dazu fantasiert, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, er hat ja wirklich ein sehr, sehr gutes Abbild der Realität, wie er sie um 1838 vorgefunden hat, gegeben. Ja, finde ich sehr spannend. Wir gehen über den Hof, blicken jetzt hier rein. Das Tor ist jetzt, der Durchgang hier schon ein bisschen kleiner, aber immer noch ordentlich groß. Auch hier die Säulen, eine ordentliche Dimensionierung. So, sieht das Ganze von innen aus nach draußen geschossen. Hier im Vergleich die Menschen zu den Säulen. Und das ist jetzt die Außenwand ist hier, das ist diese hier. Und das, was wir hier sehen, was mit den Hieroglyphen, mit den Reliefs überzogen ist, ist die Außenwand des Tempels hier. Was dabei beachtlich ist, ist einfach, dass alles von oben bis unten mit Reliefs überzogen wurde. In dem Fall sehen wir, das sind Tiefreliefs, die auch sehr kunstfertig sind, aber meiner Meinung nach nicht aus dieser Hochkultur kommen. Hier sehen wir sozusagen so eine Mischung aus Tief- und Hochrelief. Man hat also tief reingearbeitet, aber in der Tiefe ein Hochrelief erzeugt, was an sich auch schon eine Menge Kunsthandwerk bedarf. Und so sieht das Ganze innen aus. Wir haben relativ wenig Fenster, das heißt, es muss relativ dunkel gewesen sein. Wir sehen auch an den schwarzen Decken, dass die Fackeln aus der Neuzeit schon einiges verrußt haben. Da die aber damals, also da es auch Tempel gibt, die keine Verrußung haben, müssen die irgendeine Lichtquelle damals gehabt haben, die keine Fackel war, die halt Ruß produziert, sondern irgendwas anderes gewesen ist. Das ist jetzt das Allerheiligste. Wir blicken also hier auf einen Granitbehälter mit so einer kleinen Stufe drin, wo man drauf sitzen könnte, im Schneidersitz ganz bequem, und mit halt auch so einer Art pyramidalen Form obendrauf. Und davor ein Gegenstand, der aussieht, als wenn man ihn halt irgendwie vorne und hinten hochheben könnte. Eine Art Trage. Merkt euch mal die Form von diesem hochheiligen Teil. Jetzt geht es nämlich darum zu zeigen, wie wurde das damals gemacht. Wir sind jetzt in dem Tempel, wir sehen auch hier ein Hochrelief. Und wir befinden uns jetzt an einer Stelle, die hier an dieser Wand sich befindet. Man kommt also hier rein und wenn man jetzt hier hingeht, durchschreitet man den Raum nach oben und so sieht man jetzt das Bild an der Wand. Also wir gucken uns das Bild von rechts nach links an, weil man den Raum so durchschreitet. Als erste Orientierung habe ich mal hier eine Statue aus dem Ägyptenmuseum in Kairo daneben gestellt. Die ist in dem Fall, glaube ich, 3,50 Meter in etwa hoch, aber hat dieselbe Kopfbedeckung und sieht dem doch irgendwie sehr ähnlich, deswegen habe ich das mal daneben gestellt. Wir sehen hier eine Art, wie soll man sagen, vielleicht, ich nenne es mal Comicbild, wo wir Horus haben, der wieder mit einem Zepter dasteht. Ihm gegenüber steht jemand, der einen Stab in der Hand hält, der kein Zepter, sondern halt oben gerade, also das sieht auch, vielleicht ist das eine Messroute, irgendwas zum Abmessen oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es kein Zepter. Und wir sehen hier oben, dass er, das
ihm kommt hier was aus dem Kopf raus. Also ich glaube nicht, dass das eine Kopfbedeckung ist, weil man hier deutlich sieht, dass die Kante hier rüber geht. Für mich ist das ein Symbol für eine Idee. Dem kommt quasi die Gehirnbindung aus dem Kopf geschossen, sage ich mal übertrieben. Und zwar geht es hier weiter mit diesen drei Kugeln, die hier angedeutet werden. Und das könnte ja ein schönes Symbol dafür sein, dass es sich um eine Idee handelt, die in der dritten Dimension realisiert wird. So, wichtig ist noch dieser Zwischenraum, den wir hier sehen. Also hier ist ja nichts. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Die Trennung der Bilder erfolgt durch eine Doppelhieroglyphenreihe. Also wir haben hier eine Reihe Hieroglyphen und hier eine Reihe Hieroglyphen, die sozusagen das Bild trennen, damit man weiß, okay, jetzt fängt das nächste Bild an und das sieht jetzt so aus, dass wir also hier wieder Horus haben mit seinem Zepter. Und hier haben wir wieder einen, der ist entweder derselbe, weil er dieselben Klamotten anhat, außer dass er hier noch ein Halsband und eine andere Kopfbedeckung hat. Oder es ist jemand anderes, der sozusagen den nächsten Schritt jetzt tut. Es könnte natürlich auch sein, dass es immer derselbe ist mit anderen Kopfbedeckungen und dass es sich hier um so eine Art Prüfung handelt, die von Horus abgenommen wird. So, wir sehen also, wie er hier ein Band in der Hand hält, ja, das mich so ein bisschen an eine Nabelschnur erinnert. Und hier ist das Band verbunden mit einer Form, einer organischen Form, wo eine geometrische Form drin ist, die aussieht wie ein Tempeltor, beziehungsweise wie dieser Granitbehälter, den wir da eben im Allerheiligsten gesehen haben, der da stand. Das ist ähnlich von der Form her. Worum es mir geht, ist, dass das hier so eine Art Energie, Gedankenfeld, Informationsfeld, was auch immer, wie man das auch immer benennen mag, darstellt, das mit ihm verbunden ist. Er hat jetzt sozusagen in dem mentalen Projektionsfeld dieses Teil sich perfekt erdacht. Ja, das ist das, was hier dargestellt wird. Mit der rechten Hand hält er jetzt hier ein Schneidewerkzeug oder irgendwas ähnliches, womit er die Nabelschnur durchtrennt und damit den nächsten Schritt einleitet. Der nächste Schritt ist nämlich hier zu sehen. Hier sehen wir wieder dieses Tempeltor bzw. diese Box, ja, hier an der Stelle. Diesmal ohne dieses Feld drumherum. Es ist jetzt sozusagen materialisiert. Es ist von der virtuellen Gedankenwelt in die reale Welt übertragen worden. Wir sehen hier wieder jemanden, der entweder derselbe ist mit einer anderen Kopfbedeckung, die jetzt schon ein bisschen voluminöser wirkt, und er hat auch hier schon diese Ideenschweife, nenne ich die jetzt einfach mal rechts und links. Er hat ein anderes Werkzeug in der Hand, oder beziehungsweise zwei Werkzeuge sogar, und hat die Hand hier auf diese Hieroglyphenzeile gerichtet. So, dazu kommt jetzt noch Hathor, wie wir sie hier sehen, auf der linken Seite, die ihre Hand schon zum Segen nach oben hält, weil der Schritt, der jetzt vollzogen wird, ist das Aufbringen der Hieroglyphen. Wir haben also hier einen Teil, was sozusagen in sich perfekt konstruiert und durchdacht ist, und der nächste Schritt ist, dass man die Hieroglyphen, die wir hier sehen, darauf bringt. Und da das ein heiliger Akt ist, braucht man dafür auf jeden Fall immer die weibliche Energie. Nicht nur den Horus, sondern auch die Hathor. So, im nächsten Schritt sind jetzt die Hieroglyphen aufgebracht. Das ist fast fertig. Jetzt geht es noch darum, dass der Tempel eingeweiht und gesegnet wird. Wir sehen also, wie er hier die Hände zum Himmel hebt. Genau wie Hathor die Hände zum Himmel hebt. Das heißt also, das Objekt wird jetzt gesegnet. Und hier sehen wir, dass er an dem Ohr eine zusätzliche Wulst hat, wie als man die Ohrmuschel so ein bisschen vergrößert hätte, was mich denken lässt, dass in diesem heiligen Prozess, der dort stattfindet, Worte und Schall eine wichtige Rolle spielen. Hier oben das Teil, was hier sozusagen aus seiner Kopfbedeckung oder aus seinem Kopf rauskommt, ist nochmal so ein richtiger Hoshi, der wieder zwei Kobras hier hat. Die Kobras sind extrem wichtig. Weiß nicht genau, was die wirklich en Detail symbolisieren. Und hier oben sehen wir fünf Kugeln. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Und diese fünf Kugeln zeigen an, dass dieser Tempel, dieses Objekt, bis in die fünfte Dimension hinein wirksam ist, heilig ist, wie auch immer man das nennen mag. Ja.
Gut, das ist also der Abschluss der Wand. Die Wand endet hier an der Stelle. Da haben wir jetzt noch eine Dreierreihe Hieroglyphen. Aber das ist sozusagen der Inhalt dieser Wand gewesen. Worauf man noch hinweisen muss, ist, dass wir hier die Frau sehen, Hathor. Hier sehen wir ein männliches Wesen, den Horus, und hier sehen wir einen Mann. Und alle sind gleich groß. Das ist ein Indiz für die alte, hochstehende Kultur. Erst später bin ich der Meinung, sind Frauen kleiner dargestellt worden oder auch vielleicht kleiner gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der alten Hochkultur die Frauen genauso groß waren wie die Männer. So, jetzt begeben wir uns in das Treppenhaus. An dieser Stelle hier ist diese Wand, die wir hier sehen. Und wir sehen hier unten schon die Stufen, die hier sozusagen nach links oben führen. Das heißt also, hier tragen zwei ein geometrisches Objekt, das wir hier sehen, das doch Ähnlichkeit hat mit dem, was gerade mental erschaffen wurde, tragen die beiden sozusagen an ihren Bestimmungsort. Und das ist sozusagen ja, schön übertragen, dass man sowas in ein Treppenhaus packt, wo man ja sich dann auch sozusagen nach oben bewegt. Hier sehen wir nochmal die letzte Dreierreihe der Hieroglyphen, der Abschlusszeile von der Wand. Ja, also so werden Tempel gebaut, beziehungsweise Objekte, die in Tempeln heilig sind und eigentlich tonnenschwer sind. Werden über Gedankenprojektionen erschaffen, was den Grad der Perfektion erklären könnte. Hier haben wir mal den Konjunktiv mal wieder. Ja, Franz Baden, der hat dieses Buch hier geschrieben, Der Weg zum wahren Adepten. Und ich habe das Inhaltsverzeichnis hier reingeschrieben. Ihr könnt euch das ja dann in Ruhe durchlesen. Das ist sozusagen das, was man, wenn es Hogwarts wirklich geben würde, als Lehrplan dort hätte. Es geht darum, wie man Kraft seiner mentalen Energie, Konzentrationsfähigkeit und Fantasie die Dinge in der physischen Wirklichkeit, ne, da wirkt etwas und wir haben eine Auswirkung auf diese Wirklichkeit, genauso wie sie auf uns eine Auswirkung hat. Das ist immer ein Wechselspiel, wie man also Dinge in dieser physischen Realität, in dieser Wirklichkeit verändern kann. Kraft seiner Gedanken. Das ist also genau das, was ich gerade in dem Relief beschrieben habe. Und er schreibt halt, was für eine Art von Geistesschulung man durchlaufen muss, um dahin zu kommen, dass man es auch schafft, mit seiner Geisteskraft Dinge in der physischen Welt zu verändern. Und ich glaube, solche Filme wie Harry Potter, die werden halt nur gedreht, damit die Leute glauben, dass sowas halt Fiktion ist und keine Realität. Und Franz Baden, ja, postuliert halt, dass das Realität ist. Und ja, es ist sehr interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Jetzt kommen wir zum Hatshepsut-Tempel. Also man muss erstmal sagen, dieser Bereich Theme-Luxor ist also das Ballungsgebiet, wenn man so will. Dort stehen viele Tempel, dort ist das Tal der Könige, dort sind die Memnon-Kolosse. Das ist also wirklich enorm, was da alles zusammengekommen ist an dieser Stelle. Und vom Hatshepsut-Tempel ist nur der Bereich hier rechts, links, rechts, sorry, rechts zu sehen. Hier, das ist der Hathor-Bereich des Tempels. Diese ganzen Bereiche hier sind alle ziemlich zerstört worden. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sehen also hier die Frontalaufsicht. Das Ganze sind halt mehrere Terrassen. Ja, hier sehen wir die Tempelruine ganz schön von oben. Bei Sonnenaufgang haben wir so eine Ballonfahrt gemacht. Das ist auch ganz beeindruckend. Ja, die ganzen Säulen und ja, leider halt auch, wie viel halt nicht mehr übrig geblieben ist, aber ja, auf jeden Fall ein schönes Bild. Was hierbei sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass diese Sedimente, die man hier sieht, diese, was über dem Tempel ist, salzhaltige Sedimente sein sollen. Das heißt, das muss eine Überschwemmung gewesen sein, die vom Norden gekommen ist, vom Mittelmeer, und Salzwasser in einer Höhe gebracht hat. Es hat hier noch deutlich einige Meter über den Tempel gegangen ist. Also meine Vorstellung dazu ist, dass hier halt mal eine riesige Flutwelle reingebrandet ist. Und da sind wir ja schon wieder dann auch bei dem Thema der Sintflut, die halt diesen Tempel hier überflutet hat. Hier links ist der Bereich Hathor-Tempel, da wir halt ja auch hier Hatschepsut war eine Königin oder Pharaonin, auch wieder also einer weiblichen Person oder Gottheit gewidmet. Und auch hier haben wir dann wieder das Pendant zum Isis-Tempel auf der Philae-Insel, dass Hathor einen Bereich hat, der bei einem weiblichen Tempel irgendwie was mit zu tun hat. Das hier ist der Kopf der Mumie von Hatschepsut.
Auch da gibt es natürlich wieder widersprüchliche Aussagen. Es gibt Forscher, die sagen, es sei klar belegt worden, dass das Hatschepsut ist. Andere sagen, nee, doch nicht. Die Frau hier wurde von Howard Carter gefunden. Ich weiß nicht, ob im Tal der Könige oder im Tal der Königinnen. Auf jeden Fall war es eine hochgestellte Dame. Wenn es Hatschepsut ist, ist nicht mal klar, ob sie 35 Jahre alt geworden ist oder eher 60 Jahre. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Was ich halt interessant finde, ist, A, ist der Haaransatz doch relativ weit hinten. Das ist doch irgendwie ein bisschen seltsam. Und das sind ja so rotblonde, brünette Haare. Also das sind ja auf keinen Fall die Haare von einer Afrikanerin, sondern eher von einer Europäerin. Und das finde ich schon seltsam, dass die Ägypter anscheinend von Europäern, europäisch stammenden Menschen oder sogenannten Kaukasiern regiert wurden. Dann ist noch unklar, wie weit geht der Schädel hier nach hinten? Ist das also ein Langschädel, der, sagen wir mal, bis hier geht? Das kann man ja leider auf dem Foto überhaupt nicht gut erkennen. Wobei ich denke schon fast, dass es ein Langschädel ist und dass sie die Haare extra so hingelegt haben, damit man das nicht erkennt. Der Schädel könnte auch nur bis hier laufen, aber es wirkt für mich eher so, als wenn es doch ein bisschen weiter runter geht und dass hier auch noch so ein Kissen ist, wo der Schädel bestimmt auch noch so ein bisschen eingebeult, das Kissen ausbeult oder einbeult. Naja, auf jeden Fall gibt es diverse Mumien, die keine schwarzen Haare haben und doch eher europäisch wirken. So, jetzt gehen wir da ein bisschen näher dran. Hier waren wahrscheinlich überall mal Statuen. Also die waren da wirklich inflationär, was die Anzahl der Statuen angeht. Das finde ich immer wieder unfassbar, wie viel gebaut wurde. Oder wie viel Kunsthandwerk. Und nicht nur neben der Architektur, sondern auch das Kunsthandwerk. Ne? Jede Statue einzeln mit einem anderen Gesicht. Das ist schon verblüffend. Hier auch klassisch wieder die Bohrlöcher. In dem Fall sogar mit hier so drei Ausbuchtungen. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein entsprechendes Konterstück zu drin war, wo dann der Stift von der Tür drin gehalten wurde. Was wir hier hinten sehen, diese Wand, die ist rekonstruiert. Das ist also nichts Originales mehr. Viel hier ist rekonstruiert im Hatschepsut-Tempel. Wir sehen jetzt hier nochmal den Hathor-Tempel, der nebendran war. Hier sehr schön gearbeitet. Man sieht auch wieder dieses dreieckig flache Gesicht und diese skurrilen Ohren. Hier oben zwei Kobras, wunderschön gearbeitet, und hier das Ornament mit der Spirale hier. Es ist schon wirklich schön. Einfach schön. Hier ist so ein Eingang in den Tempelbereich, den konnte man leider nicht betreten. Und halt nochmal die Säule von der anderen Seite. Hier also wirklich sehr schön gearbeitet alles. So, wir machen weiter mit dem Tal der Könige. Wobei ich da ja schon skurril finde, dass es nicht Tal der Pharaonen, sondern Tal der Könige heißt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam eigentlich. Und was wir hier sehen, das ist Epoxidharz, wo das Tal mal nachgebildet wurde. Und wir sehen jetzt quasi von innerhalb des Felsens auf die Felsoberfläche, aber von innen. Und hier sieht man halt die ganzen Gänge und Schächte und alles, was die da halt reingehauen haben, um dort ihre Könige zu begraben und zu bestatten. Zur Orientierung von dem Plan hier unten, das hellblaue, was man hier sieht, ist Asphalt. Und dann sieht man halt hier unterirdisch die ganzen Gänge, die da reingehauen wurden. Und wir haben hier zum Beispiel KV15, das ist hier dieses, dann KV14, KV13 zur Orientierung, das sind dann die hier hinten noch anliegen. Und ja, also es ist schon schwer beeindruckend, und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass wir hier diesen Sarkophag haben, der hier gekennzeichnet ist, das ist ein Riesenteil hier. Das haben die durch diese Treppengänge hier durchbekommen. Meines Wissens nach ist es nicht derselbe Stein, also es wurde nicht da unten aus dem Felsmassiv geschnitten, sondern es ist ein anderer Stein, der da rein transportiert wurde. Und man hat auch keine weiteren Zugänge gefunden. So dass man also davon ausgeht, dass dieser Behälter hier auch wieder mehrere Tonnen schwer durch diese Treppen hier bewegt wurde, wo also ich der Meinung bin, dass wir das heute gar nicht hinbekommen würden. Das ist schon wieder auch echt seltsam. Ja, und dann habe ich hier unten noch zwei Gräber gekennzeichnet, nämlich dieses und dieses. Ich weiß nicht, hier nochmal zur Orientierung. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Grab das passiert ist. In einem von diesen beiden Gräbern war ich drin.
Hab da ein bisschen Bakschisch bezahlt, konnte über die Absperrung klettern und habe mir den Sarkophagdeckel ganz genau angeguckt, der dort war. Der war in mehrere Teile zerbrochen und es war ein Gesicht drauf gearbeitet. Und ich dachte mir, ich will mal rausfinden, wie dick dieser Deckel ist, dieser Sarkophagdeckel. Und habe dann halt in der einen Bruchstelle halt entsprechend reingegriffen, um von unten zu testen. Und da habe ich festgestellt, das Ding ist ja dünner, als ich dachte, immer, immer dünner, immer dünner. Und irgendwann bin ich dann halt von unten an diesen Sarkophagdeckel gestoßen mit meiner Hand. Und das Ding war auch aus Epoxidharz. Also demselben Material wie hier dieses Tal der Könige, wie soll ich das sagen, na, dieses Modell gemacht wurde. Und ja, ich habe das also, ich hätte diesen Teil vom Sarkophagdeckel mit einer Hand locker anheben können. Ich hätte den abgeklopft und das war wirklich Epoxidharz. Also es war einer der surrealsten Momente in meinem Leben. Mir ist echt schwindelig geworden und ich dachte, was ist denn hier los? Ist das hier die Truman Show in Live oder was? Und ich nehme einfach mal an, da das nirgendwo vermerkt ist, dass das ein Replika ist, dass dieser Sarkophagdeckel, also dieser Teil von dem Sarkophagdeckel, den ich da, der da aus Epoxidharz nachgemacht wurde, dass das Original wahrscheinlich bei irgendeinem Sammler in irgendeinem Museum oder wo auch immer steht, und man dort halt nur das Replika ausgestellt hat in diesem Grab an sich. Der Rest von dem Sarkophagdeckel, der, wie gesagt, der war in mehrere Teile zerbrochen, der war aus allerhärtestem Granit. Und ich war da bis auf, weiß ich nicht, 5 cm nah dran und habe mir beide Teile angeguckt, also das Epoxidharz-Imitat und das Original aus Granit. Und es war visuell kein Unterschied feststellbar. Es ist so perfekt imitiert worden. Am liebsten hätte ich diesen Sarkophagdeckel einfach in die Hand genommen und wäre da rausgerannt. Aber also es war wirklich, als hätte ich rechts und links eine Backpfeife bekommen. Ich bin da raus und deswegen weiß ich auch nicht mehr genau, in welchem Grab das war. Also wie gesagt, es war entweder dieses Grab hier, dieses oder dieses und entweder ist das alles eine absolute Hollywood-Nummer und alles ist nur Show oder ja, da gibt es halt einige Kirschen, die sich halt irgendwie private Sammler dann da sichern, ja, wo die dann das Original abgreifen und dann halt nur noch ein extrem gut gemachtes Replika ausstellen. Also das war auf jeden Fall ein Highlight meiner Reise, diese Geschichte da im Tal der Könige. Ja, die Memnon-Kolosse. Die beiden größten freistehenden Statuen der Welt. Auf 1200 Tonnen Gewicht wird eine wohl geschätzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir sehen einen enorm hohen Zerstörungsgrad. Diese rechte hier ist mal auseinandergefallen nach einem Erdbeben und wurde dann wieder zusammengesetzt. Deswegen sieht man hier diese einzelnen Segmente. Das ist halt nicht besonders schön gemacht worden, aber dieser Statue sieht man halt noch ein bisschen mehr, wie das mal ursprünglich ausgesehen hat, ohne diese Fugen dazwischen. Hier könnte man eventuell auch wieder von einem Mattfossil sprechen, ne? Das sieht schon so ein bisschen organisch aus hier, wie der Arm hier fehlt, irgendwie mit dieser Unterstülpung hier. Ja, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite sieht man hier natürlich jetzt, hat man wenig Anhaltspunkte für irgendwelches organisches Material, was fossiliert ist und im Gesicht leider auch nicht. Ja, man hat halt hier erstmal noch einen guten Eindruck. Hier vorne stehen die beiden Kolosse hier und wie riesig dann diese Tempelanlage gewesen sein muss. Hier mal rekonstruiert von der lisa.gerda-henkel-stiftung.de, wobei ich mich da schon frage, wie kommen die auf die Höhen von den Pylonen? Da ist ja anscheinend nichts übrig geblieben. Also wenn man sich das mal hier anguckt, es ist ja eine Ultra-Zerstörung. Hier wäre es natürlich einfach ein paar Grundmauern in den Boden zu setzen und den Eindruck zu erwecken, ah, hier stand mal ein riesiger Tempel. Also was dieser Kaczynski postuliert hat und auch die Yvette Blömer. Ja. Ist auf jeden Fall seltsam, wie wenig davon da ist. Hier sehen wir nochmal eine super Rekonstruktion, wie das mal ausgesehen hat, wie gigantisch diese Anlage war. Und davon ist mal nichts übrig geblieben. Also kein Tor, ihr seht es ja selber, ne? Es sind ein paar Grundmauern da, aus denen man dann halt rekonstruieren konnte, wie das mal aussah. Aber ja, dieser Zerstörungsgrad ist enorm. Also, wenn da ein Krater in der Nähe wäre, würde ich sagen, da ist mal eine Atombombe explodiert und das ist halt von übrig geblieben. Der Rest ist halt weggeblasen worden. Ich glaube, offiziell heißt es, dass auch dieser Tempel irgendwann mal als Steinbruch benutzt wurde. Wobei, das sind so viele Steine, da kannst du eine halbe Stadt von bauen. Ich weiß gar nicht, wo das alles geblieben sein soll. Ja, auf jeden Fall
schon irgendwie auch eine Skurrilität, finde ich.